Im Wassersport gibt es viele Disziplinen, so zum Beispiel Wasserspringen, Tauchen und Schwimmen. Elegant ins Nass zu gleiten, kaum Zeit zum Luftholen haben und dann auch noch Athletik mit Ästhetik zu verbinden, genau das ist Synchronschwimmen. Großen Sport gab es am vergangenen Samstag in der Glückaufschwimmhalle in Zwickau zu sehen. Im Rahmen des deutschen Sportjugendförderprogramms waren 10 Synchronschwimmerinnen von der Sportschule in Rostov am Don zu Gast. Sie überzeugten in einem Showprogramm gemeinsam mit den gleichaltrigen 12 Mitgliedern des 1. SC Flamingo Zwickau. In 1,5 Stunden gab es sowohl Soli, Duette und Gruppen zu sehen. Etwa 100 begeisterte Zuschauer verfolgten das Geschehen. Im Wasser auf Seiten der Zwickauerinnen zeigten Titelträger und gut Platzierte bei sächsischen und anderen Meisterschaften sowie Pokalwettbewerben ihr Können. Ob nun Lena Findeklee oder die Duette Luise Wehner, Linda Weiß sowie Amelie Ungetüm, Farina Horn. Imposant auch der Reigen der Flamingos, ruhig, bedächtig, aber umso anstrengender. Natürlich gab es auch für diese Darbietung, für die es in Deutschland leider keinen Wettbewerb mehr gibt, tosenden Beifall. Einen weiteren und tollen Programmpunkt an Land bot Veronika Pasco. Live und per Halbplayback heimste sie Applaus für ein Medley von Tina Turner bis Joe Cocker ein. Wahre weltmeisterliche Übungen zeigten die Mädchen vom Don. Unter der Leitung ihrer Trainerin Irina Chikireva, die ihre Tochter unter anderem zur Olympiasiegerin gemacht hat, wurde das Wort Synchronität in fast vollendeter Form umgesetzt. Ob beim Duett Sofia Jodianik, Katja Birmenko oder beim flotten Oktett, kaum zu glauben, dass die anmutig und topfitten Sportlerinnen ob der gezeigten Leistungen erst 13 und 14 Jahre alt sind. Das hohe Leistungsvermögen ist aber auch der täglich bis zu 8 Stunden umfassenden Ausbildung geschuldet. Für die russischen Mädchen war es in der Formation ihr erster Auftritt. Und es soll nicht, wie beim Abschlussreigen, der letzte gemeinsame gewesen sein. 2019 wollen die Flamingos nach Rostov fahren und 2020 ist eine Veranstaltung in passendem Rahmen in Zwickau geplant. Wer als Aktive dabei sein möchte, bei den Flamingos stehen für Interessenten jederzeit die Türen offen.